und grüß euch. Ich bin da schon in die Vorbereitungen für unser heutiges Rezept. Und zwar habe ich mich für das heute aus von der orientalischen Küche inspirieren lassen. Und zwar machen wir sie Falafel, aber mit österreichischen Produkten. Das heißt, wir nehmen keine Kichererbsen, sondern ich habe da schon jetzt Bohnen, die ich gestern schon eingelegt habe, in Wasser püriert. Und was wir sonst noch alles brauchen für unsere österreichischen Falafel, das zeige ich euch jetzt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachmachen. Für das heutige Rezept braucht man neben die bereits pürierten Bohnen, ich habe da weiße Bohnen genommen, braucht man noch ein bisschen Karotten, die habe ich da schon fein gerieben, einen Stangensellerie, den habe ich da schon geschnitten, Zwiebel und Knoblauch ebenfalls fein geschnitten, ein Öl zum Anschwitzen vom Gemüse. Zum Würzen nehmen wir einen Zitronensaft, einen Kreuzkümmel und einen Koriander, einen gemahlenen, und natürlich Salz und Pfeffer. Und als Beilage machen wir sie dann noch ein Tzatziki dazu. Und zu dem Tzatziki braucht man dann einen Joghurt. Ich habe da wunderbares Joghurt aus unserem Bauernladen im Besendorf. Dann eine Gurken, die habe ich da auch schon gerieben oder in feine Stiefeln geraspelt. Und einen Knoblauch. Und natürlich ein bisschen Salz brauchen wir auch noch. Das allererste, was wir jetzt machen, ist, dass wir unseren Zwiebel, den Knoblauch und unser Gemüse ganz leicht glasig anschwitzen, damit es uns ein bisschen weicher wird und dass ein bisschen der Geschmack rauskommt. Das Ganze geht recht schnell, braucht gar keine Farbe machen, nur dass es, wie gesagt, ein bisschen weicher wird und dass sich die Geschmäcker ein bisschen entfalten können. Und wenn wir das haben, das mischen wir jetzt gut durch, wenn wir das dann haben, dann geben wir es zu unseren Bohnen. Das Gemüse ist mittlerweile fertig und wir können es zu unseren berührten Bohnen geben. Wie gesagt, ich habe da rohe, ungekochte, weiße Bohnen, die habe ich am Vortag in Wasser eingelegt, damit sie ein bisschen Flüssigkeit aufnehmen. Wenn es Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen etc. einweicht, dann bitte das Wasser ein paar Mal wechseln und ja nicht zum Kochen verwenden. Da gibt es einen Giftstoff, unter anderem heißt die eine Fasin, und den hält man dann drinnen in die gekochten Hülsenfrüchte, und das wollen wir ja nicht. Ich habe es da, wie gesagt, ungefähr 12 Stunden, also mindestens 12 Stunden eingeweicht gehabt und habe es dann angegossen, angewaschen einmal und habe es dann püriert, ohne zu kochen. Jetzt tun wir gleich einmal würzen, und zwar mit einem Pfeffer aus der Mühle. Da können wir ruhig ein bisschen kräftiger würzen, dass wir einen guten Geschmack haben. Dann haben wir da einen Koriander. Ich habe leider keinen frischen gekriegt. Wenn wer einen frischen hat, kann er gern Koriander fein hocken und reingeben. So. Dann haben wir gesagt, einen Kreuzkümmel. Geben wir noch einen. Ein Salz. Ich habe da wieder mein altbewährtes Kräutersalz. So. Und zu guter Letzt nur einen Schluck Zitronensaft für die Frische. Gibt ganz eine gute frische Säure. Und das Ganze mischen wir jetzt. Und dann sind wir eigentlich mit unserer Masse schon fertig. Wir werden unsere Falafel, unsere Bohnenbällchen jetzt nicht im Öl auserbacken, so wie es normal ist, sondern im Rohr backen, und dazu brauchen wir eine Form. Ich habe da eine feuerfeste Form schon hergerichtet, und die pinseln wir uns jetzt ein bisschen mit einem Öl ein.
Ist zwar auch ein wenig fett, aber bei weitem nicht so viel, wie wenn man schwimmend auspackt. Auch die Ränder da mal ein bisschen einölen. So, und wenn wir das haben, dann können wir schon anfangen, dass wir unsere Bällchen drehen. Unsere Falafelbällchen. Das machen wir ganz einfach. Unsere Masse. Das tue ich schon. Na, bleibst du. Recht schön durchkühlt mittlerweile. Machen wir uns so kleine Bällchen und setzen uns das in unsere vorbereitete, mit Öl ausgestrichene Form. So schauen jetzt unsere Bohnenbällchen, unsere Falafel aus. Und wie ich schon gesagt habe, da wir es jetzt nicht schwimmend im Fett auspacken, wir sparen uns da ein paar Kalorien und dann im Backrohr bei 150 Grad, so circa 30 Minuten backen. Die 150 Grad Ober-Unterhitze bitte und nicht Heißluft, da trinken sonst zu viel aus. Machen wir ganz einfach Ober-Unterhitze, 150 Grad, circa 30 Minuten. Und während unsere Falafel da so schön in Ruhe dahin braten, können wir sie unserem Tzatziki widmen. Ich habe da schon unser Joghurt in einem hohen Becher rein. Und jetzt braucht man nur mehr die restlichen Zutaten zusammenmischen. Da haben wir den Knoblauch. Den habe ich, wie gesagt, ganz fein geschnitten. Ihr könnt ihn auch pressen. Ich schneide halt lieber. Dann die Gurke, die habe ich auch geraspelt. Und ich habe schon ein bisschen ausgedruckt. Wenn es zu nass ist, bitte den Saft ein bisschen ausdrucken, weil sonst wird euch das Tzatziki zu flüssig. Zu flüssig wird es euch auch, wenn ihr den Joghurt oder das Tzatziki dann mit dem Mixer oder mit einem Pürierstab mischt, weil ihr da die Struktur vom Joghurt aufschlagt und dann wird das Ganze flüssiger. Und ein bisschen Salz geben wir noch dazu. Und das war's schon wieder. Wir mischen alles gut zusammen. Rühren das ordentlich durch. Und stellen uns das dann in den Kühlschrank und lassen es durchziehen. Das gibt es dann zu unserer Falafel. Das ist der ganze Zauber am Tzatziki machen. Das einzig Wichtige ist, wie gesagt, dass man die Gurken vom Wasser ausdruckt, damit es nicht zu flüssig wird. Die Falafel waren jetzt eine halbe Stunde im Rohr und jetzt ist Zeit, dass wir sie einmal rausnehmen. Die schauen schon wunderbar aus. Haben sie recht schön gebacken. Und jetzt werden wir noch einen Käse drüber streuen. Das habe ich am Anfang vergessen. Jetzt haben wir noch großzügig einen geriebenen Käse. Ich habe da einen Emmentaler und kann aber gern einen anderen Käse nehmen. Je nach Lust und Laune. Ich habe euch bei der Temperatur, glaube ich, das Falsche gesagt. Ihr könnt zurück zwischen 170 und 180 Grad Ober-Unterhitze eine halbe Stunde. Dann schauen sie circa so aus. Das geht auch ein bisschen nach Gefühl. Und jetzt, nachdem wir es mit Käse großzügig bestreut haben, geben wir es noch einmal 10 Minuten zum Überbacken rein, damit der Käse schön gehen kann. Jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Unsere Falafel sind jetzt fertig. Der Käse hat sich wunderbar zerronnen und hat sich über die Kugel ausgebreitet. Die sind wunderbar gebacken, ganz oder fast ohne Fett. Wir können ihn jetzt anrichten. Dazu habe ich wieder einen Teller hergerichtet mit ein paar Karottenstreifen. Die haben wir ja im Falafel drinnen auch. Dann nehmen wir einen guten Esslöffel von unserem wunderbaren Tzatziki, geben das da drüber.
und nehmen sie da aus unserer Form. So Bällchen außer. Sitzen es drauf. Einmal noch. So hat sich natürlich ein bisschen abbochen, da muss man ein bisschen mit dem Löffel kratzen. So, ein Kleckserl von unserem Tzatziki noch drüber. Und fertig sind unsere österreichischen Falafeln. So schaut es dann aus. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen. Hab's gern, wenn ihr Feedback kriegt für euch, wie euch meine Rezepte gefallen. Weil es mir ganz einfach nicht wurscht ist, wovon ich satt werde. Pfiat euch!